klar. Deine Reise, sie geht in die Freiheit und dein schöner Traum wird wahr. Mayflower, Mayflower, bring uns übers Meer. Schwere Stürme musst du überstehen, gute Fahrt und Wiederkehr. Wenn an deinem Ziel der Anker fällt, dann bist du ein Held der neuen Welt. Gute Fahrt, Glück und Gloria nach Amerika. Mayflower, Mayflower, segel stolz und frei, denn die Reise, sie geht in die Freiheit und wir haben. Nicht so grau wie Dezember, Novembertag. Das amerikanische Thanksgiving, wir würden sagen Erntedankfest, hat eine große Geschichte. Man muss ja nicht alles wissen, aber wenn man feiert und fröhlich ist aus besonderem Anlass, ist es ja nicht uninteressant, was für eine Geschichte dahinter steckt. Jeder hat die Geschichte schon mal gehört, aber ich erzähle sie aus einem völlig anderen Blickwinkel. Also, wer bin ich? Ich bin William die Kirchenmaus. Alles meine Familie, sie ist mit der Mayflower rübergekommen. Oh ja, mein ich kann das gar nicht mehr zählen. Ich hatte sehr viele Großväter, aber jedenfalls der größte von ihnen war eine große, große Maus. Und das, was ich jetzt zeige, wer weiß, was das ist? Na? Richtig, der Mayflower-Kontrakt. Die Grundlage für fast alle Gesetze, die unser Land regieren. Nicht viel mehr als 100 Worte, aber jedes Wort bedeutet Freiheit. Eine Menge berühmter Leute haben unterschrieben. Namen, die jetzt Teil unserer Geschichte sind. Miles Standish, William Bradford. Oh ja, und da ist es, das Zeichen meines Großvaters. William Maus. Und das hier ist seine Geschichte. Etwas schwer zu lesen, denn es ist in Mauseschrift geschrieben. Es ist wohl hilfreich, wenn ich da ein bisschen übersetze. Tja, wo soll man da wohl anfangen? Hier würde ich sagen. Also, Opa William schreibt, es war in Plymouth in England. Im Jahre 1620. Na ja, so circa 350 Jahre ist das hier. Hier stand unsere Kirche. Vielleicht nichts Besonderes, aber wir hatten nichts Besseres. Und sie genügte, um die Gemeinde zusammenzuhalten. Wir waren gläubige evangelische Christen, sogenannte Kongregationalisten, die die Staatskirche ablehnten. So hatten wir natürlich auch unsere Schwierigkeiten. Man kann sagen, wir waren nicht sehr beliebt. Unser Prediger war William Bradford. Wir werden eine bessere Welt sehen. Wir müssen nur fest zusammenstehen. Und dann war da noch Captain Miles Standish, ein alter Haudegen und das neueste Mitglied unserer Kongregation. Weiter wären zu nennen Miss Charity Blake, der junge John Alden und Priscilla Mullins. Und hoch oben sitze ich. Ich meine nicht ich, ich meine nicht mich, der Großvater, der große William. Brüder und Schwestern, wir wollen uns nicht länger wie ausgestoßen behandeln lassen. Lasst uns der alten Welt den Rücken kehren und halten wir Ausschau auf die neue Welt. In den Virginia-Kolonien werden wir eines Tages unseren Frieden und unser Glück finden. Amerika! Ja, Mädchen. Amerika. Stimmt alle ein. Hurra! 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 Tja, und das sollte nun eine völlig neue Welt werden. Aber erst musste man mal hinkommen. Im Hafen von Plymouth lag unser Transportmittel vor Anker. Die Mayflower. Ein gutes Schiff. Für alle unsere Pilger hat es nie ein besseres gegeben. Und nie einen schöneren Tag als den 6. September 1620. Musik.
packten das Schiff voll mit ihrer ganzen Hoffnung und mit allerlei unnötigen kleinen Krimskrams, den Überresten von gestern. Ich weiß auch nicht, wo sie das alles unterbringen wollten. Naja, das waren schon ganz lustige Leute. Die hübscheste Blume an Bord der Mayflower war eine junge Dame mit dem klangvollen Namen Priscilla Mullins. Verzeihung, Schön. Oh, ja, ein wunderbarer Tag. Entschuldigung. Chaos und Verwirrung. Lärmende Kinder und plappernde Frauen. Oh, guten Tag, Captain Stanley. Oh, ich bitte Sie vielmals um Verzeihung, meine liebe Miss Mullins. Ich hatte Sie gar nicht bemerkt. Nun geht doch endlich weg, ihr Rotznasen. Ihr seht doch, ich habe zu tun. Ich hatte ja gar nicht bemerkt, dass Sie so dicht in meiner Nähe waren. Es freut mich, dass meine Nähe die Wahl Ihrer Worte so günstig beeinflusst, Captain. Naja, ich bin Soldat, Madam, und ich spreche immer ein bisschen grad heraus. Nehmen Sie es mir nicht übel. Ich werde Ihnen erstmal beim Gepäck helfen. Sag mal, stehst du auf deinen Ohren? Mach keine Stielaugen, trag der Dame die Sachen in die Kabine. Oh, ja, natürlich, mit Vergnügen. Ich hab sie schon mal gesehen. Ich glaube in der Kirche, nicht wahr? Ich bin John Allen. Er ist nagelneu. Habe den Jungen heute in Dienst gestellt und hoffe, er wird mir eine Hilfe sein. Nun wachst nicht fest, du Stockfisch. Natürlich, Sir. Und was machen Sie alles für Captain Standish? Naja, ich mache so... Er macht, was man ihm sagt. Und in diesem Augenblick habe ich ihm gesagt, dass er ihr verdammtes Gepäck in ihre hübsche Kajüte bringen soll. Ich danke Ihnen, dass Sie mir so geholfen haben, Captain Standish. Es ist mir ein Vergnügen, Madam. Alles, was ich für Sie tun kann, alles. Setz dich endlich in Bewegung, du lahme Socke. Ja, Sir. Bitte hier entlang, Miss... Mullins. Entschuldigen Sie bitte. Aber bitte, Herr Flachmann. So, wir sind gleich da. Oh, es tut mir schrecklich leid. Ich bringe das in Ordnung. Nein, lassen Sie nur. Vielen Dank. Es war wirklich sehr nett, dass Sie mir geholfen haben. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Also, wenn mir mal eine gefällt, dann geht aber auch wirklich gleich alles schief. Ach, mich wird sie sowieso nicht groß angucken. Ich bin ein Nichts und ein Niemand. Ah ja, du hast ganz recht. Sieht sie mich mal an? Na, was sieht sie dann? Ich bin kein Prinz und kein schöner Mann. Sieht sie zu mir her, sieht sie dann, wie sehr ich sie liebe, mehr als irgendwer. Wenn sie zu mir schaut, dann hoff ich, sie sieht in mir den Mann, der ich morgen erst sein kann. Sieht sie zu mir her, wünsch ich mir so sehr, dass ich so wär, wie sie mich sehen will. Wenn sie nur, mich sehen will. So, jetzt wollen wir mal ein paar Exerzierübungen machen. Wir müssen lernen, uns zu verteidigen und üben, die Rettungsboote zu Wasser zu bringen. Ja. Seien Sie bitte vorsichtig, Miss Blake. Da ist überhaupt kein Platz mehr in den Hühnerställen. Was soll ich denn mit Tante Pepsi bei machen? Meiner Henne. Hier, nehmen Sie sie. Liebe Madam, ich bin hier der militärische Leiter und kein Hühnerhofmeister. Bin doch mal gespannt, ob sich der große Miles Standish nicht auch um was Vernünftiges kümmern kann. Pilger,
Warum habe ich es mit Pilgern zu tun? Wie konnte Gott mir das nur antun? Ich glaube, da gab es eine ganze Menge Leute, die sich dasselbe fragten. Wie zum Beispiel der Kommandant des Schiffes, Captain Jones. Er spricht gerade mit William Bradford, dem Anführer der Pilger. Das scheint mir ja ein ziemlich armseliger Haufen zu sein, Mr. Bradford. Unser Geld ist doch wohl nicht schlechter als das anderer Leute, oder? Ich würde gern mal sehen, was für eine Farbe Ihr Geld hat. Kann gern geschehen. Jedes dieser Stücke haben wir uns zusammengespart. Die Farbe wird Ihnen gefallen. Es ist Gold.